Hi, ich bin's wieder und sorry für die Verzögerung. Ihr habt vielleicht gesehen, wenn ihr auf meiner Webseite war, ich hatte jetzt über mehrere Wochen Hackerangriffe. Das war ganz schön viel Arbeit, das wieder alles vernünftig hinzubekommen. Deswegen hatte ich gar nicht mehr gefilmt und zwar, wenn es Zeit gewesen wäre, war es stürmisch oder schlechtes Wetter. Einmal schien die Sonne und ich war weg. Deswegen jetzt erst das Video mit der Auflösung, also unter dem Video seht ihr, wer gewonnen hat, die Actionkamera von Rolleye und die anderen Preise. Da kommt aber noch mehr, ich habe noch ganz viel für euch. Und ja, jetzt wieder mal eine Folge vom Fehlerfokus. Ihr seht hier, ich habe mein Rad ein bisschen aufgerüstet und da kommt auch noch mehr. Also ein bisschen Tuning kann das Rad noch vertragen. Erstmal muss ja eine vernünftige Schaltung rein, die Rohloff. Und jetzt Step by Step. Ja, und deswegen würde ich sagen, Fehlerfokus, was ich ganz häufig sehe, beim Tiefgehen für den Manual Impuls oder dann im Endeffekt auch für Bunny Hop und so weiter, ein sehr weites nach vorne. Also, nicht, dass ihr denkt, ich habe keine anderen Themen als Manual Impuls, aber wir wollen ja einzelne Fehlerbilder in einzelnen Videos machen und das sehen wir wirklich häufig und wissen auch nicht genau, wer das kommt. Viele gehen sehr weit nach vorne, wenn sie Schwung holen. Dabei natürlich die Federung komprimieren. Und jetzt kommt im Grunde der Knackpunkt. Wenn ihr die Federung komprimieren wollt, um das Ausfedern zu nutzen, was extrem viel Sinn macht, was man machen sollte, dann macht man das auch, wenn man zentral dynamisch tief geht. Dann kommen Dämpfer und Federgabel, gehen tiefer. Man muss nicht speziell noch die Federgabel noch mehr einfedern. Dann hat man Probleme und zwar ist das wie eine Liegestütze. Jetzt hat man hier eine unglaubliche Last und Spannung. Und daraus wieder die Dynamik beim Lenker wegschubsen oder sich aufrichten. Je nachdem ist natürlich ein Unterschied, aber ich rede jetzt vor allen Dingen vom Wegschubsen. Da hat man wieder einfach weniger Dynamik drin, als wenn man erstmal locker am Lenker ist, zentral beide Elemente einfedert. Ich zeige euch das mal. Typisches Fehlerbild. Sehr weit vorne. Das sieht man sehr häufig. Wie man es besser macht, schaut es euch an. Ihr könnt euch zentral tief bewegen. Dann habt ihr den Vorteil, dass ihr hier immer noch eure Zentralhaltung habt und richtig schön Dynamik aufbauen könnt und nicht erst eine Liegestütze macht. Kombiniert, ich verlinke das Video drunter. Viele gucken ja auch runter aus Reflex oder um zu prüfen, wie hoch das Vorderrad kommt. Und natürlich zu weit vorne sein, dann den Impuls starten, dann noch runter gucken. Dann macht ihr es nur unnötig schwerer. Da warte, jetzt noch ein Manual. Okay, passt. Dass ihr eure Federung einfedert und das Ausfedern nutzt, schaut mal hier, Trockenübung als Einfedern oder dann mit Impuls. Das solltet ihr auf jeden Fall tun. Wenn ihr einen Fully habt bei einem Hardtail, die Bewegung ist aber eigentlich ziemlich ähnlich, halt, dass man halt dynamisch diese Bewegung hat und es fühlt sich oft auch so an, als wenn man das Rad runterdrücken will. Da gibt es verschiedene Herangehensweisen, um diese Bewegung zu lernen. Ihr merkt auf jeden Fall, die Federung vorne und hinten federt ein und das Ausfedern hilft euch dann in dem Fall das Vorderrad leichter zu machen. Es gibt natürlich auch noch andere Varianten bei Drops oder bei kleinen Hops, die ihr im Gelände macht, wo ihr es optimal nutzen könnt. Und selbst bei Tablesprüngen und so weiter ist das hilfreich und ich kann euch das absolut empfehlen. Das war eine weitere Folge von Fehlerfokus. Ja, ich habe ja gesagt, ich freue mich riesig über die 30.000 Abonnenten und hoffe, dass ihr da weiter treu bleibt. Ihr werdet merken, nach und nach wird immer mehr kommen. Das muss man halt Schritt für Schritt sehen und ich habe einige Themen für euch parat. Ja, und die nächsten Verlosungen kommen auch. Unter dem Video nochmal der Link zum Dirt Masters. Da habe ich Spezialworkshops, Wheelie, Manual
Wäre super cool, wenn ihr nach Winterberg kommt. Ich wohne hier direkt in der Gegend und mache hier auch alle meine Kurse oder die meisten neben Ruhrgebiet und Region Kassel. Ja, man sieht sich auf jeden Fall und bis zum nächsten Video.